Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Forest Screener, Einführung, Neuerungen und Praxisbeispiele vom Online Screener. Und wenn wir dieses Webinar veranstalten, dann an der Stelle nur mit David Warne. Ich freue mich, dass David für uns heute Abend wieder Zeit gefunden hat und dass Sie natürlich heute live dabei sind und Interesse haben. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich den Bildschirm übergebe, müssen wir einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der David vielleicht die eine oder andere Einstellung im Screener zeigt. Sie müssen am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Ja? Das dient wirklich nur zu Informationszwecken. Gut, dann, lieber David, offiziell nochmal schönen guten Abend und ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Danke dir, perfekt. Dann wähle ich gleich den richtigen Punkt aus. So, einen Moment. So, perfekt, jetzt haben wir ihn. Noch schnell die Auflösung umgestellt, dann sollte man ja alles erkennen. Ja, vielen Dank, Nelson, für deine super Einführung mal wieder und auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Freut mich, dass wieder so viele dabei sind bei unserem, ja, ich würde mal sagen, Ritual beim Forward Screener. Das machen wir eigentlich so alle 2 Monate, dass wir immer wieder mal gemeinsam raufschauen, was gibt es Neues im Forward Screener, dass wir nochmal die Einführung machen für alle, die noch neu in dem Bereich sind, also neu den Forex-Screener beantragt haben oder sich nur für interessieren und noch gar keine Erfahrung mitgemacht haben und noch gar nicht so wirklich wissen, ob das was für die ist. Das ist so die Routine, die wir mal durchführen, dass wir da keinen hängen lassen, sondern alle immer wieder abholen in dem Bereich. Und natürlich auch präsentieren wir zu der Gelegenheit auch mal alle neuen Funktionen, neue Filter. Was gibt es so Neues in dem Bereich? Auch eine Update-Runde, wo wir einfach mal schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt, denn das sagen wir immer seit Stunde 1 und das ist auch so und das ziehen wir eigentlich immer ganz gut von Webinar zu Webinar durch, gibt es hier immer wieder Änderungen und zwar immer wieder Änderungen und Anpassungen von Wünschen, die von Ihnen da draußen kommen. Das finde ich sehr schön und das macht auch eigentlich eine Menge Spaß, da mit Ihnen immer so ein bisschen zusammenzuarbeiten, das heißt Wünsche, die kommen. Also wenn wir jetzt gleich mal gemeinsam raufschauen und Sie sagen, super System, aber mir fehlt noch eine Sache. Dann gerne uns einfach zuschicken per E-Mail oder auch gerne hier in die Fragenbox reinschreiben. Ich kopiere immer jede Idee raus, kommt bei uns in unser großes Ideenboard. Und wer schon etwas länger mit dabei ist, der weiß, dass wir das nicht nur sagen, sondern auch wirklich umsetzen. So von den ganzen Funktionen, die wir uns gleich mal angucken und den ganzen Filter, kommt eine ganze Menge aus den Wünschen von Ihnen da draußen. Und das macht das Ganze, denke ich mal, attraktiver für beide. Wir wollen ja kein System entwickeln oder ihnen kein Werkzeug an die Hand geben, was, ja, wo wir im Labor, sage ich mal, sitzen und der Meinung sind, das gefällt ihnen oder wo wir sagen, das ist für unser Trading interessant, das muss auch für sie da draußen interessant sein. Das ist nicht unsere Herangehensweise, sondern das Ganze soll, ich sag mal, von Tradern für Trader gemacht sein. Das heißt, Ideen von Ihnen sind herzlich willkommen. Wenn sonst generell Fragen auftauchen, ich meine, ich lebe den Forex Screener ja schon, das Webinar machen wir auch regelmäßig, wenn ich vielleicht irgendwas für zu selbstverständlich halte und da ein paar Fragen offen sind, gerne einfach zwischendrin reinschreiben. Ich habe immer ein oder eineinhalb Augen auf die Fragebox und je nachdem, ob es gerade passt, nehme ich die Frage kurz zwischendrin rein und ansonsten haben wir ja am Ende des Blogs auf jeden Fall nochmal Zeit, um alle Fragen zu klären. Und da kommen die meisten dann eigentlich auch nochmal rein an Fragen. Ja, was haben wir heute vor? Wie wollen wir heute starten ins Webinar? Keine Sorge, wir haben heute kein betreutes Vorlesen. Also ich habe keine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, sondern wir schauen uns heute einfach wirklich die ganze Zeit den Forex-Seminar an. Zeige Ihnen, welche Vorteile Sie dadurch haben, wie Sie das Ganze bedienen können. Wir sind auch viele Metatrader unterwegs und schauen einfach mal die Praxis an. Also keine Theorie, keine Charts von vor 10 Jahren, sondern
Wir schauen direkt rein. Der Markt tickt, wir gucken rauf, was da passiert. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, bevor ich generell mit der Erklärung anfange, gucken wir einfach mal ganz grob drauf, wovon reden wir eigentlich die ganze Zeit, wenn ich Forex-Screener sage. Das ist es grob. Also ohne es groß zu erklären, davon reden wir, das ist der Forex-Screener. Was haben wir davon? Oder was haben Sie davon draußen? Noch viel interessanter eigentlich. Ich versuche es mal kurz zu erklären, bevor ich ins Detail gehe. Der Forex-Screener soll ein Werkzeug für Sie da draußen sein, das Ihnen hilft, immer die Märkte zu finden, wo gerade das passiert, was Sie sich wünschen. Das heißt, wenn Sie ein Trendtrader sind, dann möchten Sie keine Märkte handeln, wo der Markt sich nicht bewegt. Wenn Sie Ausbrüche handeln, dann möchten Sie natürlich Märkte, die sich gerade in einer Range bewegen. So, das ist generell schwierig, wenn wir mal überlegen, wie viele Assets wir haben. Wir sehen es ja im MetaTrader. Wenn wir den MetaTrader aufhaben und hier links einfach mal in der Übersicht schauen, die Liste an Assets ist extrem groß. So. Und was machen die meisten Trader? Das habe ich auch ganz lange gemacht. Wir handeln eigentlich immer nur das Gleiche. Wir handeln den geliebten DAX, den Euro-Dollar und dann vielleicht noch den britischen US-Dollar. Das war es auch schon. Das heißt, wir haben eigentlich immer nur drei Märkte auf dem Schirm, obwohl das Portfolio an handelbaren Assets hier bei FXFED extrem groß ist. So, und wir können uns eigentlich sicher sein, dass es immer ein Asset da draußen gibt, was wir hier im MetaTrader handeln können, was eine viel bessere Chance uns bietet, viel bessere Trading-Möglichkeiten uns bietet, als das, worauf wir immer gucken. Und das Problem ist natürlich, das können Sie gar nicht lösen momentan, also wenn Sie Trends handeln, dann können Sie nicht ständig jeden einzelnen Markt aufmachen, jedes einzelne Asset einen neuen Chart öffnen, schauen, haben wir hier den Markt, den wir haben wollen, dann vielleicht noch auf die verschiedenen Zeitintervalle das Ganze prüfen. Es ist extrem schwer. Das können wir einfach nicht umsetzen. So. Entweder handeln Sie da draußen Vollzeit, selbst dann schaffen Sie es zeitlich nicht, beziehungsweise ist es einfach eine Arbeit, die Sie nicht machen möchten, oder Sie haben irgendeine andere Tätigkeit, die Sie nachgehen, und dann haben Sie schon gar nicht die Zeit dafür. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde sagen, so der typische Feierabend-Trader oder Feierabend-Traderin hat vielleicht 2 Stunden am Tag Zeit, und da kommen wir nicht hinterher, das Ganze zu screenen. Und das fand ich, oder so ist das Ganze auch mal ein bisschen entstanden, früher von der Idee her. Das fand ich selbst halt immer sehr schade, dass gerade ich, und das haben viele gemacht, fast alle, immer nur die Märkte handeln. Das ist ein bisschen, ich beziehe es jetzt mal auf mich, ist gar nicht böse gemeint, aber wir setzen uns dann irgendwie um 18 Uhr vorm Chart, haben jetzt hier beispielsweise die E.ON-Aktie auf, oder ein Euro-Dollar, spielt gar keine Rolle. Und ich habe von 18 bis 20 Uhr Zeit, setze mich heran und bin der Meinung, dass ich jetzt in den 2 Stunden irgendwelche Trades finde. Und dann kommt das, was in der Regel Geld verbrennt. Wir suchen irgendwie nach irgendwas. Da ist eigentlich nichts am Markt, aber weil wir sagen, ich trade jetzt ist meine Trading-Zeit, jetzt ist doch hier irgendwie eine Range, die ausbricht. Also wir erfinden uns da was, irgendwas im Chart, nur um zu traden. Ist natürlich, ja, wie soll man es bezeichnen? Wir gehen da heran und sind der Meinung, dass der Markt sich jetzt bewegen muss, wo wir jetzt Zeit haben. Dem Markt ist es ja völlig egal. Dem Markt ist es egal, ob wir Zeit haben oder nicht, oder ob es gerade passend ist oder nicht. Er bewegt sich dann, wenn er möchte. So, was ist dann die Lösung? Was können wir denn machen, wenn ich also der typische Feierabend-Trader bin und nur von 18 bis 20 Uhr beispielsweise Zeit habe, oder egal wann, oder relativ wenig Zeit habe, dann will ich natürlich traden. Aber ich kann nicht nur auf 2 Assets gucken, sondern ich müsste eigentlich den gesamten Markt scannen. Ich möchte den gesamten Markt scannen innerhalb von wenigen Sekunden, um andere Assets zu finden, die ein viel besseres CRV, also Chancen-Risiko-Verhältnis, sich bieten, wo wir quasi ein Setup haben oder ein Chart haben, wo wir sagen, wow, das will ich jetzt traden. Danach habe ich gesucht, da bilde ich mir nichts ein, da ist Bewegung im Markt, perfekt. So, und genau um dieses Problem zu lösen, haben wir den Forex-Screener damals entwickelt. Und der Forex-Screener, das ist ein großer Vorteil, das System läuft komplett im Browser. Also wir sehen ja hier, ich habe hier den Google Chrome auf, das funktioniert mit jedem Browser, egal ob
Firefox, Safari, was auch immer es da draußen gibt. Wir müssen also nichts wieder installieren. Also so ein bisschen auch nervig natürlich mit der Zeit. Hier ein Plugin, wir brauchen hier irgendwelche Software, dann geht es nicht mit Mac und so weiter. Sie sehen es, wahrscheinlich die Mehrheit von Ihnen handelt eh am PC, aber es gibt auch ein paar Mac-Liebhaber und dazu gehöre auch ich. Ist das auch gar kein Problem, denn das Ganze läuft auch einfach im Browser. Sprich, es ist egal, welche Plattform wir hier nutzen. Auch Linux-User sind damit, ja, können das ohne Probleme nutzen. Das Ganze läuft im Browser, also relativ modern, keine Installation notwendig. Wir haben keinen Speicherplatz, der vom PC irgendwie verwendet wird. Keine Probleme, keine Updates, nichts. Es läuft alles im Browser. Bevor ich weiter davon erzähle, setzen wir einfach mal was direkt in der Praxis um. Also ich sage einfach mal was dem Forex-Screener. Und zwar sage ich, lieber Forex-Screener, zeige mir einfach mal Märkte, wo wir, ich sag mal, sieben grüne Kerzen in Folge haben. Also ich habe jetzt hier einfach nur raufgeklickt, scrolle nach unten und schon sehe ich eine Auswahl mit Assets. Das sind hier 33 Assets, die diesen Kriterien entsprechen. Also ich habe ja nur eine Sache ausgewählt und gesagt, ich will mindestens sieben grüne Kerzen in Folge. Ich kann auch sagen, ich will so richtige Trends haben, ich will 9 grüne Kerzen in Folge. Schaue ich nach unten, habe ich hier meine Auswahl. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch die E.ON-Aktie. Wir haben hier Devisen, wir haben deutsche Aktien, alles Mögliche, auch Kryptowährungen. Und wir haben gerade in, ja, sagen wir mal, ein, zwei Sekunden den gesamten Markt gescannt nach unseren Kriterien. Und das ist quasi der Forex-Screener. Wir sagen dem Forex-Screener, ich möchte in Echtzeit, ganz wichtig, das ganze System hier hängt nicht an verzögerten Daten, das sind keine 15 Minuten Verzögerung, sondern für Sie ganz interessant, der Forex-Screener hängt direkt an den Live-Kursen von FXWeb. Das heißt, die Kurse, die Sie im MetaTrader haben, die Sie bei FXWeb traden können, die bekommt auch der Forex-Screener. Und wenn Sie hier beispielsweise einen Kurs sehen von 9,83, dann ist der auch gerade so gut wie aktuell im MetaTrader. Also keine Verzögerung, denn irgendwelche verzögerten Anzeigen bringen uns absolut nichts. Also was würde es mir bringen, irgendwie zu wissen, dass wir vor 20 Minuten irgendwas hatten? So, perfekt, da kommt auch schon die Frage dazu. Kann ich auch sagen, dass diese sieben grünen Kerzen jeweils 15 Minuten groß sein sollen? Ja, auch das kann ich machen. Das ist eine perfekte Kombination, um da weiter reinzugehen. Ich kann auch sagen, mich interessieren gar nicht Tageschernnetz und Wochenkerzen. Ich bin, ich sag mal, kein Scalper, aber relativ kurzfristig unterwegs. Und dann sage ich dem Tool auch noch, ich möchte nur Märkte haben, wo wir mindestens 9 grüne Kerzen a 15 Minuten haben. So, schaue ich mal nach unten. Kein Asset entspricht den Kriterien. Gehen wir mal ein bisschen nach unten mit unserer Anforderung und sagen, wir wollen mal 6 grüne Kerzen in Folge. Und zack, sehen wir hier zwei Assets. Beispielsweise den kanadischen Dollar gegen den japanischen Yen. Klicken wir hier rauf und wir sehen hier direkt, da haben wir mehrere grüne Kerzen in Folge. Also ein Asset gefunden. Schauen wir mal direkt in den Metatrader rein, ja, ob wir hier nicht gelogen haben oder ob das Ganze stimmt. Ich scrolle einfach mal nach hinten und wir sehen hier, es stimmt. So, wir haben ja noch ein Hoch, was angetastet wird. Prinzipiell schon mal ein interessantes Asset, was wir wahrscheinlich so ohne weiteres gar nicht gefunden hätten. So, gehen wir zurück. Auf die Seite kommen wir gleich nochmal zurück. Und diese Kombinationsmöglichkeiten können wir eigentlich bis ins Unendliche weiter treiben. Wir gehen gleich nochmal auf die einzelnen Filter ein, nehmen wir verschiedene Kategorien, verschiedene Möglichkeiten, das zu kombinieren. Hier gibt es verschiedene Farben, was das alles genau bedeutet, erklären wir gleich auch nochmal. Da haben wir eigentlich eine Sache schon mal so ein bisschen vorweggenommen, wir haben es gerade gesehen, ich habe mir hier einen Wert aufgemacht und er wurde automatisch hier drüben im MetaTrader geöffnet. Das schauen wir uns später auch nochmal an. Wir haben hier nämlich auch noch ein Add-on entwickelt, was auch mit kostenlos dabei ist für Sie als FXWeb-Kunde. Und zwar öffnet dieses Add-on die Charts auch automatisch in Ihrem MetaTrader. Also ich denke mal, Sie merken schon relativ schnell, das Ganze ist nicht für die Theorie gemacht, sondern wirklich für das schnelle Trading, wo wir echte Kurse haben, wo wir relativ schnell die ganzen Daten haben und eigentlich direkt loslegen können, um zu traden. Aber dazu später noch mehr. Da haben wir das Add-on ja für den MetaTrader 4 und auch für den MetaTrader 5 entwickelt. So,
gehen wir 2 Schritte zurück und kommen nochmal zurück zu den einzelnen Filtern. Ja, also das ganze Spiel kann man natürlich auch umbauen, erweitern. Ich kann jetzt auch sagen, ich bin eigentlich nur der Devisenhandel. Ich möchte keine Aktien, keine Indizes, Kryptowährungen schon gar nicht. Das ist mir alles zu unsicher. Ich möchte jetzt nur Devisenhandel. Kein Problem. Ein Klick und es ist direkt schon umgesetzt. Und so ist es bei allen Filtern, die wir hier haben. Wir klicken auf eine Sache und es wird sofort umgesetzt. So, nehmen wir die wieder raus. Was müssen wir noch wissen im Hintergrund? Was läuft da eigentlich genau ab? Wir haben alle Assets. Das mit den Kursen hatte ich ja schon gesagt. Die Kurse kommen live von FX. Die gibt es keine Verzögerung, kein Delay drin. Und die ganzen Assets, die Sie im MetaTrader von FX handeln können, im Vierer und im Fünfer, all diese Assets sind hier auch drin und keine anderen. Wo ist da der Vorteil? Es gibt da draußen viele andere Screener. Also das Screening an sich haben wir nicht erfunden. Wir haben es einfach nur, so würde ich es bezeichnen, für uns als Trader zugeschnitten oder maßgeschneidert. Das heißt, das generelle Screening ist ja nichts Neues, darum gibt es ja Finviz, es gibt noch ein paar andere kostenlose und kostenpflichtige. Aber, also ich habe die selbst damals auch genutzt und da war man das Problem, dass ich manchmal Assets finde, die ich aber nicht traden kann. Das nervt so ein bisschen mit der Zeit. Wenn man die ganzen Markt kennt, sucht sich ein paar Assets raus, hat sich dann eine kleine Liste erstellt, möchte die traden und merkt dann, okay, kann ich jetzt gar nicht handeln. Oder die Kursversorgung, die diese Webseite nutzt, die ist schlecht von der Qualität, die zeigt Preise an, die ich gar nicht handeln kann. Und bei mir sieht der Chart ganz anders aus. All diese Probleme haben wir hier gar nicht. Denn wir sind quasi synchron mit der Assetliste, mit der Kursliste von FXWirt. Und wenn Sie schon ein bisschen länger dabei sind als Kunde bei FXWirt, dann wissen Sie auch, die Assetpalette wird eigentlich immer wieder erweitert mit neuen Assets, die hinzukommen. Und da ist die Kommunikation bei uns auch relativ kurz und zügig, das heißt, wenn Sie ein neues Asset haben, was Sie traden können bei FXWirt, dann dauert das bei uns vielleicht 1, 2 Tage und schon ist es auch hier mit eingebaut. Das heißt, Sie haben hier nicht das Problem, dass Sie Werte angezeigt bekommen, die Sie traden möchten und dann merken Sie, oh Mist, das kann ich gar nicht traden. Das Problem gibt es ja nicht und andersrum genauso auch nicht. Das heißt, es gibt nicht ein Asset im MetaTrader, wo Sie sagen, super, das trade ich immer, das gefällt mir. Und dann finden Sie das im Forward-Screener nicht. Nichts. Alles synchron. Kurse, Asset, auch die Bezeichnung. Das kennt man ja auch so ein bisschen. Der eine Broker nennt es DAX, der andere DE30, der andere Germany 30. Da weiß man auch so ein bisschen, was gemeint ist. Aber bei anderen Werten wird es ein bisschen komplizierter. Weiß man gar nicht mehr, ist es jetzt das Gleiche? Ist es jetzt nicht das Gleiche? All diese Probleme haben wir hier natürlich nicht. Eine Sache hatte ich, glaube ich, noch komplett vergessen. Das ist eigentlich das Interessanteste für Sie. Wenn Sie Kunde sind bei FXWirt, dann bekommen Sie das alles, was Sie hier heute auch sehen, komplett kostenlos. Also als aktiver Kunde, der ein Live-Konto hat bei FXWirt, der muss hier absolut nichts für zahlen, bekommt auch keine Lite-Version, sondern er bekommt alle Funktionen zu 100% mit den ganzen Add-ons, die wir heute vorstellen, komplett kostenlos. Also gar keine Verkaufsshow. Heute, also gibt es nichts zu kaufen, sondern nur kostenlos zu beantragen, ohne Häkchen. Und da können Sie sicher sein, alles, was Sie heute sehen, bekommen Sie auch dann, wenn Sie möchten. So, schauen wir noch ein bisschen weiter jetzt in die Filter rein. Das ist also das Interessante eigentlich. Was haben wir hier für Filter? Oder was machen die Farben? Wie sehen wir haben hier, ja, wie sieht es in einer Darstellung aus? Leicht grünliche Filter, wir haben so leicht rosane, wir haben graue Sachen, wir haben 3 Kategorien. Was bedeutet das eigentlich? Fangen wir einfach mal bei den Kategorien an. Wir haben die Basic-Filter, wir haben die Event-Filter und wir haben die Candle-Patterns-Filter. Wir würden das Ganze beschreiben. Basic-Filter, der Name erklärt es ja schon so ein bisschen. Die Basisfilter, das, was wir vielleicht so von anderen Screenern auch können. Also zeige mir Märkte an, die eine Gap haben von 10%. Oder zeige mir Märkte an, wo der RSI größer 60 ist oder wo, was wir gerade genutzt haben, wir 8 grüne Kerzen in Folge haben oder 10 grüne Kerzen in Folge. So also die Filter, wo wir sagen, die Ergebnisse, die ich jetzt herausbekomme. Also wenn ich jetzt sage, lieber Forex-Screener, ich möchte auf Stundenbasis unterwegs sein und ich suche Märkte, die gerade
gut am Fallen sind und ich möchte mindestens 5 rote Kerzen haben, dann habe ich hier unten eine Auswahl und das wird sich nicht so schnell ändern. Das heißt, ob ich jetzt in 2 Minuten nochmal screene oder in 10 Sekunden oder in 5 Minuten, das Ergebnis, da müssen wir nicht hinterher sein. Da muss ich nicht sagen, wow, oh, wir haben jetzt hier ein Asset sofort traden, bevor die Gelegenheit weg ist. Und das ist so, dass ich sag mal, die gemütlichen Filter, um den Markt grob, aber auch schon relativ detailliert zu filtern. So, ich denke mal, noch besser können wir die Basic-Filter definieren, wenn wir auf die Band-Filter gucken und schauen, wo da der Unterschied ist. Bei den Event-Filtern, das sind die hier, wollen wir, dass genau jetzt in dem Moment etwas am Markt passiert. Beispiel, ich sage, lieber Forex-Screener, zeige mir Märkte an, wo wir jetzt gerade ein Crossen haben. Also wo sich jetzt gerade der 50er SMA mit dem 20er SMA kreuzt. Sage jetzt vor einer Kerze, also jetzt abgeschlossene Kerze, zeige mir die an. Scrolle ich runter und dann habe ich hier eine Auswahl, wo dieses Ereignis jetzt gerade zutritt oder eingetreten ist. Ich kann das natürlich auch entspannter sagen und sage, das muss nicht unbedingt jetzt sein, aber innerhalb der letzten 3 Kerzen beispielsweise. Also ich will Märkte haben, wo vor relativ kurzer Zeit, von den Candles her gesehen, dieser Cross da war. Und die Zeit können wir natürlich hier oben auch wieder definieren. Also wir können das Ganze kombinieren. Ich kann sagen, ich bin nur auf 15 Minuten unterwegs und ich möchte, dass auf 15 Minuten Basis sich diese 2 Durchschnitte innerhalb der letzten 3 Kerzen gekreuzt haben. Und in dem Falle sind es ja, würde es ja bedeuten, innerhalb der letzten 45 Minuten, also 3 Kerzen, 15 Minuten, sich der SMA gekreuzt hat. Hier unten haben wir die Auswahl. 19 Assets, wo das eingetreten ist. Nehmen wir es wieder raus, ein anderes Beispiel. Ich möchte die Hammer-Formation haben. Und zwar möchte ich nehmen wir mal den Shooting Star. Ich möchte, wo der Shooting Star genau jetzt eingetreten ist. Und zwar auf, nehmen wir nicht 15 Minuten, nehmen wir 30 Minuten Basis. Und hier unten sehen wir ein Asset, wo das eingetreten ist. Wir merken schon, die Eventfilter sind so ein bisschen näher am Markt, sage ich mal, näher am Puls quasi dran, wo wir sagen, ich möchte jetzt was sehen. Wenn wir es nicht so eilig haben und sagen, naja, meine Strategie handelt zwar den Hanging Man, aber ich muss nicht direkt reinspringen. Es reicht mir auch vollkommen, wenn er irgendwie in den letzten 4, 5 Kerzen da war, weil ich beispielsweise dann meine Orders alles in den Markt lege und dann auch ein bisschen was passieren muss oder. Also es ist eigentlich für fast jeden Geschmack was dabei, würde ich sagen. Ob wir kurzfristig unterwegs sind, ob wir langfristig unterwegs sind, ob wir so ein bisschen ja, Scalper sind oder nicht. Wir können es ja kombinieren und auch individuell einstellen. Also bin ich der Gemütliche, sage ich, das kann auch von ein paar Kerzen gewesen sein. Bin ich da kurzfristig unterwegs, dann sage ich, ich will alles nur auf Minutenkerze haben. Also ich will auf Minutenkerze die ganzen Ereignisse haben. Oder ich sage, mir egal, ich nehme, was kommt. Ich nehme jede Zeitintervall, aber ich möchte beispielsweise nur deutsche Aktien handeln, weil der Rest ist nichts für mich, mag ich nicht. Ich mag nur die guten deutschen Aktien, die ich kenne, wo ich einen Bezug zu habe. Alles kein Problem. Also, Basic-Filter haben wir soweit durch, Event-Filter haben wir soweit durch. Und jetzt kommen wir zu der ja, noch kleinsten Kategorie, die Candle-Pattern-Filtern-Kategorie. Dein Name sagt es da eigentlich schon. Den Bereich wollen wir noch weiter ausbauen. Hier kommen halt Candle-Patterns rein, die wir filtern können. Haben wir jetzt momentan nur 2 eingebaut, aber da kommt noch einiges hinzu. So, das sind die 3 Kategorien, die wir haben. Jetzt haben wir noch nicht geklärt, was hier eigentlich die Farben genau bedeuten. Schauen wir einfach mal rauf. Wir haben ja hier graue, das sind die Gruppen. Ja, also wir haben eigentlich mehr Filter, als wir gerade sehen. Ich kann ja mal die Gruppen aufmachen und da sehen wir schon, da kommt so einiges noch raus an Filtern. Ich mache das jetzt einfach mal alles auf. So, wenn ich jetzt mal durchscrolle, sehen wir, wie viele Filter wir eigentlich haben. Die Filter hatten wir ganz am Anfang nicht eingebaut, aber irgendwann. Ja, wir wollten ja nicht wieder irgendwas Überladenes anbieten, wo sie überfordert sind, sondern wir wollten das schon, dass man schnell die ganzen Sachen findet. Also, wir haben beispielsweise die Gruppe prozentuale Veränderung. Klicken wir die auf, dann sehen wir hier die
Was haben wir? 6, 7 Filter, wo wir sagen können, ich möchte die Vortagesveränderung filtern, Vorwochenveränderung, Vormonatsveränderung, die 24-Stunden-Veränderung, Tage, Wochen, Monatsveränderung. Also noch detaillierter geht es eigentlich gar nicht schon. Und das alles ist halt so aufgeordnet oder gruppiert in die einzelnen Gruppen. Deswegen sind manche Sachen grau. So, das erkennen wir daran. Das bedeutet, es sind Gruppen. Andere Gruppe ist beispielsweise Gap-Größe. Und in der Gruppe Gap-Größe haben wir die Filter Wochenend-Gap. Das heißt, das, was am Wochenende passiert ist, quasi von Freitag zu Sonntagnacht. Oder Aktien-Gap-Größe zum Vortag, wo wir halt täglich die Gap filtern können. So ist das Ganze aufgebaut. Also das Graue, wo wir quasi keinen Papierkorb daneben haben, das sind Gruppen, klicken wir drauf und dann sehen wir die Assets, die Filter besser gesagt, die in der Gruppe drin sind. Also haben wir auch das geklärt. Dann gibt es nur noch die Frage, wieso sind manche Filter, ja, ich glaube im Webinar sieht es so rosa, rosa, pink aus. Das sind die Pro-Filter. Wir haben hier in Zusammenarbeit mit Orkan Kuyas auch noch Pro-Filter entwickelt. Das heißt, wir haben ihn quasi gefragt, hey Orkan, welche Filter nutzt du? Oder welche Filter sind deiner Meinung nach die wichtigsten Filter, um zu traden? Und in der Zusammenarbeit sind die Filter rausgekommen. Also wir kennen das eigentlich relativ einfach an der Farbe, welche Filter aus der Pro-Kategorie sind. Und die haben wir hier eingebaut. Das heißt, auch hier haben wir nochmal geschaut, wir wollen nichts aus der Theorie irgendwie umsetzen. Wir wollen nicht im Labor sitzen und irgendwas erfinden, sondern wir wollen halt schauen, was nutzen die Profi-Trader draußen, was brauchen sie, wir setzen das ein, wir setzen das oben und bieten es dann auch jedem Trader draußen natürlich an. Das heißt, wenn sie bei Fixplan sind und den Forex-Screener kostenlos beantragen, dann bekommen sie nicht nur die Standardfilter, sondern auch die Pro-Filter. Gucken wir uns später nochmal an, wie das genau auch im Detail funktioniert mit der Beantragung vom Zugang. Perfekt, dann haben wir die Übersicht eigentlich soweit durch. Die Kategorien, die Farben und die Gruppen. So, wir sehen schon, wenn wir einfach mal so raufblicken und noch nicht so lange mitgearbeitet haben, könnten wir ein bisschen überschlagen werden, wenn die Gruppen noch aufgeöffnet sind. Ich aktualisiere kurz die Seite, dann ist es wieder ein bisschen kleiner. Aber auch da kein Problem, wenn wir beispielsweise noch irgendwas suchen und wir sagen, ah, ich wollte irgendwas mit Gap haben. Trage ich einfach Gap ein, sehe ich alle Filter, die dazu passen. Oder ich trage in der Suche SMA ein, sehe ich alle Filter mit dem SMA. Da muss ich auch kein Enter drücken, nicht irgendwo draufklicken auf Suchen, sondern das ist quasi eine Live-Suche, die sich anpasst. Wir sehen es ja hier, ich tippe M ein, S ein, M, A und die Suche passt sich ja. Das Ganze gilt auch für die Pro-Filter vom Orkan, trage ich einfach Orkan beispielsweise ein und schon sehe ich alle Pro-Filter, die wir mit ihm entwickelt und eingebaut haben. Also Ziel ist hier immer eins, wir wollen relativ schnell die ganzen Sachen natürlich finden. Nichts Kompliziertes, nichts Überladenes, nichts Langsames, sondern klar und deutlich die ganzen Sachen hier anzeigen. So, bevor wir weitermachen, blicke ich mal kurz wieder in die Fragebox. Hier sind ein paar Sachen reingekommen. Die eine Frage: Kann ich den Forex wieder mit dem SEO Trader verwenden? Eine gute Frage, ist eigentlich schon eine Klassikerfrage, die kommt immer in jedem Webinar. Die würde ich gerne auf nach hinten verschieben. Da kommen wir nämlich zu dem Add-on und dann können wir die Frage auch ein bisschen besser in der Praxis klären. Also da würde ich noch um ja, 10 Minuten Geduld bitten, dann kümmern wir uns um die Frage. Nächste Frage. Ich suche bitte die Highflyer des letzten Monats im MDAX per RSI und prozentuale Veränderung. Ist das auch möglich? Ja, das ist auch gar kein Problem. Es gibt da nicht immer den einen Weg. Man muss sich so ein bisschen rantasten an das, was passt, um zu schauen, welche Detailfilter man noch reinnimmt oder nicht. Was würde ich jetzt hier machen? Also ich müsste das auch nochmal durchtesten, was so die ideale Weise ist, ein paar Erfahrungen mit der Grundidee sammeln. Aber wir könnten beispielsweise sagen, prozentuale Veränderung. Und da könnte ich hier beispielsweise sagen, vom letzten Monat haben wir ja gesagt, dann würde ich sagen, Vormonatsveränderung. Und könnte beispielsweise sagen, lieber Forex-Reader,
Zeig mir die Assets an, wo wir im letzten Monat eine Veränderung hatten von, ich sage jetzt einmal 15%, kann man ja frei auswählen. Dann haben wir hier unten schon mal ein paar Assets, die auf jeden Fall dem entsprechen. So, was war noch für eine Veränderung? RSI, ja. Je nachdem, was Sie hier für Wünsche haben, könnten Sie auch noch RSI auswählen, je nachdem, was da Ihre Kriterien sind. Völlig frei einstellbar. Ich nehme jetzt einfach mal, wir brauchen ein RSI über 70. Gucken, ob wir noch was haben. Ja, wir haben noch eine kleine Auswahl an 34 Assets. Des letzten Monats sind MDAX. Wir haben die Aktien hier nicht kategorisiert in Assets, die im MDAX drin sind. Was wir aber machen könnten als groben Filter ist zum Beispiel noch zu sagen, ich möchte einfach nur deutsche Aktien haben. Also ja, das, was überhaupt im DAX drin sein könnte, wähle ich noch den Filter aus. Dann habe ich schon mal eine kleine Auswahl von zum Beispiel 8 Assets auf verschiedenen Zeitintervallen. Ja, das wäre so die erste grobe Herangehensweise, wie ich das Ganze filtern würde. Das Ganze kann man natürlich optimieren. Man kann sich jetzt die einzelnen Charts angucken und überlegen, ja, passt, brauche ich noch vielleicht irgendwas anderes, um nochmal so ein paar Sachen rauszufiltern. Da kommt man mit der Zeit rein und irgendwann hat man dann schon sein perfektes Setup, würde ich mal sagen. So, perfekt. Dann haben wir das erstmal durch. Dann schauen wir uns gerne nachher wieder weitere Fragen ein, wenn sie reinkommen. So, dann haben wir noch eine ganz tolle Seite. Oder besser gesagt, erstmal eine Ansicht hier unten von der Auswahl. Da ist das Beispiel eben auch ganz gut. Hier unten, das ist ja die Liste mit den Assets, die unseren Kriterien entsprechen. Wir sagen hier oben, was der Forex-Screener für uns suchen soll. Und hier unten ist die Auswahl. Und da haben wir natürlich ein paar Stammdaten, so nenne ich sie einfach mal. Was ist es für ein Asset? Welche Kategorie, Zeitintervall, aktueller Bedarf, 24-Stunden-Veränderung, so für einen groben Überblick. Und dann erweitert sich die Tabelle hier auch noch dynamisch um die Sachen, die wir oben gefiltert haben. Ja, ich habe ja oben gesagt, ich habe den Filter Monatsveränderung vom letzten Monat und ich habe noch den RSI-Filter mit eingebaut. Und genau um diese Werte erweitert sich hier unten auch die Tabelle automatisch. Das heißt, standardmäßig habe ich quasi alles von links bis zum 52-Wochen-Hoch und Tief und bekomme dann noch erweitert dynamisch die ganzen Werte, damit ich noch die absoluten Zahlen sehe. Also ich sehe dann beispielsweise, ich wollte Assets haben, die mindestens 15% gestiegen sind und sehe hier unten auch geordnet. Je nachdem kann ich oben einfach raufklicken, dann wird es auch geordnet und sehe, okay, die PSM hat 32% gemacht, die anderen haben 28, 20% gemacht. Ich sehe ganz genau, wo der RSI aktuell steht. Also diese Werte werden dynamisch hinzugefügt. Würde ich jetzt noch 5 andere Filter hinzufügen, dann könnte ich hier weiter noch horizontal scrollen und mir die Sachen noch anzeigen lassen. Standardmäßig, also wir sehen es ja auch links, die Assets bleiben fest. Wir müssen nochmal nicht hin und her scrollen, um zu sehen, was das ist. Das ist fest. Was immer noch dabei ist, das hatte ich auch noch nicht erwähnt, das ist das die Visualisierung hier vom 52 Wochen Hoch und Tief. Finde ich persönlich eine enorme Hilfe, um so einen ersten Eindruck zu haben, wo eigentlich gerade das Asset steht. Was haben wir hier? Wir haben immer zwei Zahlen. Ganz links ist das 52 Wochen Tief, rechts das 52 Wochen Hoch. Und der Balken visualisiert, wo wir uns befinden. Also hier oben sehen wir befinden uns so fast in der Mitte zwischen Hoch und Tief, also von den 52 Wochen Werten. Hier ist der Balken voll. Das heißt, hier befinden wir uns gerade am 52 Wochen Hoch. Klicke ich einfach mal rauf und sehe, ja, die Zalando ist auf einem Hoch. Gehen noch ein paar Werte durch. Sieht auch schon nach einem Allzeithoch aus. Ja, sieht perfekt aus. Auf die Seite kommen wir auch nochmal gleich zurück. Erstmal wieder zurück. So. Also finde ich persönlich ideal, um wirklich einen ersten Eindruck zu haben. Ich nehme mal ein paar Filter raus, um ein paar andere Sachen zu sehen. Hier sehen wir beispielsweise, ist der Balken fast oder nur minimal gefüllt. Das heißt, der Kurs ist relativ nah am 52 Wochen tief. Und so bekommen wir das für jedes Asset angezeigt. So, haben wir das? Dann würde ich sagen, verlassen wir erstmal diese Übersicht und gehen auf die Übersicht, wo wir gerade waren. Das haben wir gesehen, diese hier. Das ist die Detailseite. Die öffnen sich automatisch, wenn ich auf irgendeinen Wert hier klicke. Also ich habe ja gerade auf die Zalando geklickt, klicke gerne nochmal rauf und dann öffnet sich automatisch eine neue Seite
mit erstmal einer Erklärung, falls wir beispielsweise gar nicht wussten, was ist eigentlich die ZAL, was steckt dahinter? Ah, okay, Zalando, hätte ich mir quasi denken können, steht da oben. Wir haben hier, das finde ich auch ganz wichtig, noch die Charts quasi aus dem Metatrader direkt rausgemopst und hier reinkopiert. Das heißt, wir müssen uns nicht an irgendeine neue Chartskalierung gewöhnen, sondern das ist eigentlich genau das, was wir aus dem Metatrader kennen. Ja, hier die Schriftart, die Farben und so weiter, das alles ist eins zu eins aus dem Metatrader. Und wir müssen gar nicht erstmal den Metatrader öffnen und gucken, okay, Zalando, ich gucke mir jetzt mal am Chart Zalando an, wie die eigentlich aussieht. Ja, okay, gefällt mir, schön, könnte ich traden, frisst viel zu viel Zeit, sondern auch das können wir ja direkt hier im Fullscreen lösen. Ich sage, okay, H4, okay, habe ich gesehen, passt. Dann kann ich auch noch die einzelnen Zeitintervalle, und zwar genau die aus dem Metatrader durchgehen. H1, M13, M15, M5, M1. Und zwar sind das genau die Zeitintervalle, die wir hier oben aus dem Metatrader 4 oder 5 kennen. So die Standardeinstellung aus der Metatrader-Welt, sage ich mal. Also die Charts, auch in Realtime, aktualisieren sich nicht in Realtime, sondern in dem Moment, wo wir raufklicken oder diese Übersicht öffnen, wird da quasi ein Live-Screenshot erstellt und hier raufgepackt. Und dann können wir auch ganz entspannt hier einfach durchscrollen und sparen uns die Zeit. Wenn wir sagen, nein, passt nicht, mache ich den Tab zu und gehe wieder zurück und klicke mich weiter durch. Darunter haben wir noch etwas, ja, ich würde mal sagen, für die Zahlenverliebten unter uns. Hier haben wir die absoluten Werte aller Filter. So, was ist damit gemeint? Wir können natürlich vorne filtern, beispielsweise nach dem RSI, nach dem Supertrend, nach dem EMA, nach Cross und was auch immer. Und hier sehen wir auch die Werte aller Filter angezeigt. Also wir sehen, der RSI steht bei 81, wir haben eine 24-Stunden-Veränderung von 3,3%. Der Tagespivot zeigt steigende Kurse an. Alles Mögliche für die, die es interessiert, gibt es hier unten nochmal drauf. Muss sich nicht jeder angucken, je nach Trading-Stil, ob die Zahlen für uns interessant sind. Die meisten werden wahrscheinlich aber nur oben sich den Chart angucken und sagen, super, passt, passt nicht, ich trade oder ich trade nicht. Und da kommen wir schon zum ja, spannenden nächsten Punkt, das Trading, das letztendlich, womit wir ja Geld verdienen wollen, quasi der finale Klick, kaufen und verkaufen. Da kommen wir zum Add-on, auch vielleicht zur Frage mit dem Zero-Trader. Hier, und das ist auch komplett mit kostenlos für Sie als FX-Kunde, gibt es noch ein Add-on für den MetaTrader 4 und auch für den MetaTrader 5. Gehen wir mal kurz zurück, können aber hier in der Übersicht draufklicken. Da kommen wir zu dem Add-on. Und zwar haben wir eine Verbindung oder eine Brücke geschaffen zwischen dem MetaTrader 4 und dem MetaTrader 5 zum Forex-Screener. Wie sieht die aus? Also dieses Add-on ist ein Expert-Advisor, also nennen wir es einfach mal Add-on für den MetaTrader, aber keine Sorge, dieser Expert Advisor tradet nicht automatisch auf dem Konto, sondern es macht nur eins: Es öffnet automatisch die Charts, die Sie sich ansehen möchten. Also wir haben hier gerade die Zalando uns angesehen, gehen wir zurück und der hat ja auch automatisch diesen Chart geöffnet auf Stundencandles. Ein anderes Beispiel, damit es hier nicht vorbereitet war, gehe ich wieder zurück in meinen Forex-Screener, sage eben zeige mir Werte an, wo wir 8 grüne Kerzen in Folge hatten. So, hier ist die Auswahl. Ich nehme einfach eine US-Aktie. Habe nichts anderes gemacht, als raufzuklicken. Gehe wieder in meinen MetaTrader und genau diese Asset ist auch geöffnet und er zeichnet uns auch das ein, was wir gesucht haben. Also ich muss jetzt nicht erstmal nachzählen, sondern wir sehen hier diese ja, leicht grünliche Box, wo er uns das anzeigt. Und zwar haben wir gefiltert nach steigenden Kerzen und genau in diesem Bereich zeichnet er uns hier auch ein, automatisch. Anderes Beispiel. Anderes Beispiel, damit es auch stimmt. Gehe ich wieder zurück in mein Volkswiener und ich sage, grüne Kerzen interessieren mich nicht. Ich will die blutenden Märkte quasi sehen. Ich will jetzt die roten Kerzen haben. Klick auf die Baidu. Die Aktie wird geöffnet. Gehe rüber. Und hier das Gleiche, er zeichnet es mir so rot ein, wo wir die fallenden Kerzen haben. Und das macht er so gut mit allen Filtern, die wir hier haben. Anderes Beispiel, ich möchte den RSI-Filter haben, also ich nehme den raus, ich mache den auf ganz zart,
Sage, RSI soll mindestens über 60 sein. Klicke hier wieder auf einen Wert. Gehe rüber in meinen MetaTrader und jetzt hat er den RSI automatisch eingezeichnet und auch automatisch hier die Markierung von den steigenden Kerzen Folge. Und das ist ein Punkt, der uns als Trader enorm viel Arbeit abnimmt. Denn ich will da ja nicht aus Spaß danach. Ich will da nicht aus Spaß nach dem RSI, sondern ich will danach, weil eh wer mich interessiert, weil ich danach traden möchte. Wenn ich jetzt die Werte habe, die dementsprechend oder ich sie öffne, habe ich sie erstmal sofort im MetaTrader, auch mit dem Zeitintervall. Das heißt, wenn ich hier drüben sage, mich interessieren nur Märkte auf 15-Minuten-Basis, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann sehe ich hier unten auch nur Werte, die dementsprechend. Und ich mache jetzt hier die BMW auf, gehe gleich wieder in meinen MetaTrader und er hat die BMW auf 15 Minuten geöffnet. Wir haben die steigenden Kerzen eingezeichnet und der RSI ist drin. Und das spart uns enorm viel Arbeit, weil der Weg zwischen, ich habe potenziell eine Trading-Möglichkeit gefunden und ich trade diese, ist extrem gering, weil ich habe alles da, was ich sehen möchte. So, ich muss nicht jedes Mal nochmal nachzählen, okay, wir haben jetzt ja 1, 2, 3, 4, 5 grüne Kerzen, okay, passt, RSI, muss ich nochmal nachmessen oder konfigurieren? Überhaupt nicht. Nehme ich einen anderen SMA, nachdem ich filter, habe auch die ich den sofort drin. Und das ist auch so zumindest das Feedback, ne? Also möchte ich nicht nur von mir reden, sondern ist das Feedback auch von den Tradern, die den Forex-Reader nutzen, ist einfach eine enorme Hilfe im Alltag. Mit allen Funktionen, so wie wir es jetzt gesehen haben, funktioniert es im MetaTrader 5. Wir haben das Add-on auch für den MetaTrader 4. Hier ist leider der große Nachteil, dass im MetaTrader 4 nicht alle Funktionen verfügbar sind. Und zwar im MetaTrader 4 macht er nur eins. Er öffnet automatisch den Chart, aber er zeichnet nicht die Indikatoren mit an. Das geht technisch leider im MetaTrader 4 nicht so, wie wir es gerne hätten. Das heißt, wenn Sie den Vierer nutzen und auch nicht auf den Fünfer MetaTrader 5 wechseln möchten, dann haben Sie zumindest den Vorteil, dass der Chart sich immer automatisch öffnet. Wir müssen also nicht ewig jetzt hier suchen, wo ist jetzt hier meine Aktie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, um zu öffnen, sondern er macht das automatisch. Aber zeichnet im MetaTrader 4 nicht die Indikatoren und die anderen Markierungen ein. Im MetaTrader 5 macht er das alles. Chart öffnen, Markierungen anzeichnen, Indikatoren hinzufügen. Er bereitet uns quasi alles vor. Aber auch das ist mit kostenlos dabei, wenn Sie aktiver Kunde sind bei FXWirt. Da gibt es das Add-on mit dabei und die Installation ist auch so einfach wie der MetaTrader. Also wenn Sie den MetaTrader alleine installiert bekommen haben, dann klicke ich mal hier kurz auf die Übersichtsseite, dann bekommen Sie es dann auch einfach installiert für den Vierer oder Fünfer, so wie wir es kennen. Wir bekommen eine Installationsdatei, klicken auf Weiter, 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 ja, Weiter, Weiter, gelesen, okay, und dann ist das Ganze schon installiert. Was müssen wir denn machen? Es ist so wie ein Export-Advisor, wir wenden das Ganze auf einen Chart an. Wir haben nur ein Parameter, den wir eingeben müssen, und zwar ist das unsere E-Mail-Adresse. Die müssen wir einfach nur eintragen, damit der MetaTrader weiß, zu welchem Account er im Forex-Screener verbunden ist. Und genau diese Asset zeigt dann immer an. Und das war's auch schon. Keine zig Parameter, also relativ einfach. Und auch hier die ganzen Schritte dafür sind natürlich alle einzeln hier dokumentiert. Wir haben hier Videos zu, wir haben schriftliche Anleitungen. Und dann, wenn es da immer noch Probleme gibt, haben wir natürlich auch noch einen E-Mail-Support, der da auf die Fragen dann noch eingeht. So. Haben auch das und jetzt komme ich gerne auf die Frage zurück mit dem Stereo-Schweider. Ist das Ganze zu verbinden? Ich würde mal sagen, jein. Der Stereo-Trader ist technisch gesehen ein Expert-Advisor und das Add-on vom Forex-Screener auch. Und pro Chart können wir immer nur einen Expert-Advisor anwenden. Das ist die Herausforderung. Wir können also nicht auf diesen Chart, der sich immer automatisch öffnet, wo automatisch die Markierungen kommen, auch den Stereo-Trader laufen lassen. Das geht nicht. Was wir aber machen können, ist beispielsweise einfach zwei Charts nebeneinander zu öffnen. Auf dem einen haben wir das Add-on vom Forex-Screener und auf dem anderen haben wir beispielsweise den Stereo-Trader, worüber wir dann traden, wenn wir darüber traden möchten. Das ist halt das einzige Problem. Also wir sperren es nicht aus, sondern beides sind Export-Advisor. Die kommen sich da halt in die Quere, weil nur einer auf einem Chart aktiviert werden kann. Ansonsten natürlich, klar, einfach mal einen Chart öffnen, da den Stereo-Trader aktivieren und dann da entsprechend die Trades mit dem Stereo-Trader durchführen.
So, was jetzt hier im Webinar nicht ganz gut rüberkam, weil wir in der Übertragung nur einen Bildschirm haben, ist natürlich, wenn Sie mindestens zwei Monitore haben, dann macht das Ganze noch viel mehr Spaß, weil Sie dann auf dem einen Monitor beispielsweise den MetaTrader offen haben, auf dem anderen Monitor dann im Vollbildmodus den Forex-Screener und dann sehen Sie es halt immer nebeneinander. Sie klicken irgendwo rauf und sehen, auf dem zweiten Monitor öffnet sich dann der Chart. Dann müssen Sie nicht das Spielchen machen, wie ich jetzt hier gerade zwischen Forex-Screener, MetaTrader, Forex-Screener, das sparen Sie sich dann. Ja, dann macht es besonders Spaß. Wenn Sie nur einen Monitor haben, geht es natürlich auch. Entweder wechseln Sie dann immer hin und her oder einfach Sie machen das Fenster ein bisschen kleiner und teilen sich das dann auf. Dann geht es natürlich auch wunderbar. So, schaue ich nochmal in die Fragebox rein, was wir hier alles so noch bekommen haben. Hat MT historische Kurse für die Aktien? Sie meinen wahrscheinlich der MetaTrader. Ja, der MetaTrader hat historische Kurse auch für die Aktien. Einfach in den Historienmanager vom MetaTrader gehen und dann sieht man, wie weit zurückgehen, beziehungsweise auf welchen Zeitintervalle die verfügbar sind. So, perfekt. Erstmal keine weiteren Fragen. Dann nutze ich einfach mal die Gelegenheit, um direkt mal gemeinsam zu schauen, wie kommen Sie denn eigentlich jetzt an den Forex-Screener? Und wenn Sie sagen, klingt gut, interessiert mich, möchte ich mir einfach mal kostenlos ansehen, dann ist der Weg wie folgt. Wir gehen auf die Webseite, machen wir es einfach mal gemeinsam. Wir gehen auf die Seite forex-screener.de und dann sehen wir hier oben schon direkt den Link Zugang erstellen oder den Button besser gesagt. Klicken hier drauf und dann geht es auch gleich schon weiter. Da haben wir es. Hier unten haben wir dann die zwei Buttons. Wir können entweder sagen, ja, kostenfrei für FX oder CapTrader-Kunden. Dann müssen wir hier oben nichts weiter einstellen und müssen hier unten einfach nur noch unsere Daten eintragen. Name, E-Mail-Adresse, Kontonummer von FX oder von CapTrader. Müssen angeben, ob wir die Pro-Filter nutzen möchten oder nicht. Pfeilchen setzen und dann wird der Antrag abgeschickt. Was passiert im Hintergrund? Keine Sorge. Die Daten werden hier nicht verkauft, sondern der Antrag geht dann quasi zu FXWelt. Die Mitarbeiter von FXWelt schauen dann, ist derjenige wirklich Kunde bei uns, entspricht er den Kriterien. Die Kriterien sind quasi gar nicht vorhanden. Sie müssen einfach nur ein kapitalisiertes Konto haben, sprich per Definition ein aktiver Trader sein. Und dann bekommen Sie den Zugang auch schon erstellt. Dann wird es eingetragen, Sie bekommen per E-Mail die Zugangsdaten zugeschickt und dann können Sie alle Funktionen, die Sie hier gesehen haben, inklusive Add-on, kostenlos einfach nutzen. Also relativ entspannt und einfach. Ich würde sagen, nach Antrag oder Abschicken vom Antrag sind das vielleicht ein, zwei Werktage und dann ist der Zugang auch schon wieder da. So. Dann haben wir bisher keine weiteren Fragen mehr offen. Das ist natürlich sehr schön. Ich gucke auch nochmal auf meine Liste, aber bin eigentlich mit allen Punkten durch. Dann haben wir noch den letzten Punkt und zwar sind das die Neuerungen, die wir umgesetzt haben. Das war ja bisher die Einführung. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was haben wir jetzt Neues noch mit eingebaut? Dieses Mal haben wir gar nicht allzu viele Neuerungen, aber ich zeige die gerne mal. Liegt eigentlich primär daran, dass wir gerade an einer relativ großen Neuerung arbeiten, wo ich mich schon sehr darauf freue, die hoffentlich in einem nächsten Webinar präsentieren zu können. Was haben wir momentan eingebaut? Das waren zwei Filter, das waren auch wieder Wünsche von Ihnen. Und zwar waren das, suchen, wo die waren. Muss ich kurz schauen, kurz schauen, kurz schauen, wo die waren. Das waren prozentuale Veränderung, da haben wir es, genau, prozentuale Veränderung. Und zwar genau, das war die Kategorie, die wir erweitert haben. Hier haben wir momentan 3, 6, 7 Filter. Wir hatten hier die Vormonatsveränderung und die Vorwochenveränderung mit reingenommen. Der Wunsch kam relativ oft von Ihnen, also vielleicht nicht von Ihnen hier im Webinar, aber von unseren Tradern, die den Forex nutzen. Die zwei haben wir mit eingebaut, damit haben wir quasi die Palette hier ein bisschen gröber erweitert. Das sind die Neuerungen, die wir vom letzten Webinar bis jetzt umgesetzt haben. Verhältnismäßig, wenn wir unsere letzten Webinare angucken, eigentlich relativ wenig Neuerungen jetzt nach außen hin. Wir haben im Hintergrund noch viel umgestellt, um für die Zukunft
vorbereitet zu sein. Aber ansonsten arbeiten wir eigentlich gerade an einer ja, sehr, sehr großen Neuerung. Wir wissen noch nicht genau, ob es technisch soweit funktionieren wird, aber wir sind hier wieder mit dabei, zuzusehen, dass das, ich sag mal, das Trading in Kombination mit dem Forex und dem MetaTrader noch angenehmer für Sie wird, noch schneller geht, Sie hier noch mehr Hilfen von uns an die Seite bekommen. Wenn es funktioniert, wenn es fertig ist, freue ich mich schon extrem, Ihnen das in den nächsten Webinar vorstellen zu können. Aber das dauert noch ein bisschen. So. Letzte Frage haben wir hier noch. Gibt es Möglichkeit, im Forex-Screener überprüfen, funktioniert eine Strategie oder nicht? Ich denke mal, Sie meinen, ob es die Möglichkeit gibt, eine quasi einen Backtest durchzuführen im Forex-Screener. Nein, gibt es nicht. Der Forex-Screener scannt den Markt in Realtime nach den Wünschen, die Sie haben. Also die Backtest-Möglichkeit, die haben wir im MetaTrader, die brauchen wir nicht nachzubauen oder das gehört nicht zum Forex-Screener, um jetzt herauszufinden, funktioniert es, ob ich immer Märkte trade, die 8 rote Kerzen in Folge haben. Das würde mir ein Backtest was sagen. Also ich möchte herausfinden, funktioniert das, wenn ich immer so grob danach trade. Das ist eine Sache vom Backtester im MetaTrader, aber nicht vom Forex-Screener. Im Forex-Screener wollen wir jetzt Sachen finden und keinen Backtest durchführen. Das ist keine Funktion vom Forex-Screener, sondern die haben wir im MetaTrader 4 oder auch im 5 ja schon eingebaut, standardmäßig. So, dann haben wir soweit alle Fragen durch. Wahrscheinlich kommen noch weitere Fragen. Und wahrscheinlich so 5 Minuten, nachdem wir hier vorbei sind, kommen die ganzen Fragen. Aber gar kein Problem. Wenn Sie noch Fragen haben zum Forex-Screener oder zum Antrag oder zum Technischen oder was auch immer, ein paar Fragen werden auf jeden Fall noch kommen. Dann wollen wir Sie nicht alleine lassen mit den Fragen. Sie können sich gerne je nachdem einfach an FX-Web wenden oder melden oder Sie schreiben uns direkt an bei Forex-Screener. Wir haben das Kontaktformular auf der Seite oder auch die E-Mail-Adresse da hinterlegt. Wo auch immer, egal bei wem Sie sich melden, Sie bekommen auf jeden Fall die Hilfe und die Fragen werden dann auch beantwortet. Ansonsten kann ich Ihnen nur empfehlen, nutzen Sie die Gelegenheit, beantragen Sie einfach, wenn Sie auch schon Kunde sind bei FXWirt, den Forex-Screener. Schauen Sie einfach mal, ob das Ganze was für Sie ist. Vielleicht begleiten Sie das so in den ersten Tagen immer parallel und traden so wie gewohnt und schauen einfach mal, ob Sie mit dem Forex-Screener ein bisschen schneller oder effektiver unterwegs sind. Oder aber, wenn Sie sagen, Sie sind gar kein FX-Wert-Kunde und Sie interessieren sich aber trotzdem für den Forex-Screener, dann haben Sie jetzt wahrscheinlich einen weiteren Grund gefunden, um jetzt Ihr Live-Konto bei FX-Wert zu eröffnen, denn das Ganze gilt sowohl für neue Kunden als auch für die geliebten Bestandskunden. Da machen wir keinen Unterschied. Das bekommen quasi beide Seiten. Dann sind wir am Ende angekommen. Dann haben wir soweit alles durch, Nelson, oder? Was sagst du? Sieht gut aus. Wir haben die Zeit gut genutzt. Du hast es schon angesprochen. Wenn Fragen noch im Nachgang kommen, dann gerne uns auch da entsprechend uns kontaktieren und wir leiten das gerne weiter. Ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, bin ich gespannt auf das nächste Webinar, dann vielleicht mit dem etwas größeren Update und was ihr dann für uns dann Neues gezaubert habt. Ja, ich bedanke mich schon mal bei ach, hier ist vielleicht noch eine Frage. Wie erkennt man die Pro-Version? Ja, genau, gute Frage. Wie erkennt man die Pro-Version? Wir haben ja beim Zugang beantragen auf der Seite können wir den Haken setzen. Kurz mal gesehen auf der Startseite. Wenn Sie da den Haken setzen, dann bekommen Sie, hier ist der, ich möchte zusätzlich die Pro-Filter buchen. Dann bekommen Sie die mitgeliefert. Und um zu herauszufinden, habe ich die jetzt eigentlich oder wie sehen die eigentlich aus, haben wir die farbliche Unterscheidung. Das heißt, wenn wir hier die Filter sehen mit der rosanen Markierung, dann wissen wir, okay, das sind die Pro-Filter und dann haben wir die Pro-Filter auch. Und ansonsten können wir auch einfach hier in der Suche eingeben, Orkan, das sind ja seine Filter, die wir mit ihm hier eingebaut haben. Dann finden wir all seine Filter und das sind auch die Pro-Filter. Und so, das ist der einzige Unterschied. Also ansonsten die Verbindung zum MetaTrader ist oder so da und daran erkennen wir, ob wir die Filter haben oder auch nicht. Perfekt. Da ist noch eine Frage reingekommen.
Jetzt kommt die Ja, Frage. perfekt. Jetzt kommt's. Könnt ihr den VWAP als Indikator einfügen? Ja, der ist ganz weit oben auf unserer Liste. Und ich denke mal auch, der wird dieses Jahr noch mit reinkommen. Der ist sehr beliebt, wünschen sich viele, und den wird es auch bald noch geben. Jetzt haben wir aber alle Fragen durch. Perfekt. Dann würde Wenn ich auch sagen, Nelson, danke für deine Zeit. Liebe Trader und Traderin, freut mich wieder, dass so viele dabei waren. Freut mich immer wieder, wenn wir gemeinsam hier eine große Einführungsrunde haben und gemeinsam schauen, was wir hier noch verbessern können, was wir einbauen können. Ein bisschen den Markt mal gemeinsam durchschauen. Ist natürlich, denke ich mal, angenehmer, als hier nur irgendwelche Folien durchzuspielen. Also von mir gerne nochmal die Einladung zu den nächsten Webinaren, hier wieder mit dabei zu sein. Vielen Dank in die Runde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und passen Sie gut auf Ihre Position auf, um Nelson den Spruch mal vorwegzunehmen. Ja, sehr gut. Du hast dann alles gesagt. Ich bedanke mich bei dir natürlich auch für das Webinar und natürlich für den Forex-Screener. Super Sache. Wir sind sehr glücklich, dass wir da die Partnerschaft haben und Ihnen wünsche ich natürlich auch einen schönen Abend. Danke für die Teilnahme, für das Interesse und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin hat David schon gesagt, ja. Eigentlich, was immer von mir kommt, aber ich wünsche natürlich viel Erfolg für die Woche. Ab morgen sollte auch ein bisschen mehr los sein im Markt. Dann, ja, dann, wie Trapattoni sagen würde, ich habe fertig und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.